Schönen guten Tag da draußen, willkommen hier zurück auf Ich sag's ja. Ich habe ein Video gefunden, da wird einfach ausgedrückt, wie leicht man sich manipulieren lässt von der Masse. Wenn alle nämlich eine Meinung haben, was fälschlicherweise als richtig gilt, und man selber nachher mit seiner richtigen Meinung sich einfach nur um nicht im falschen Licht dazustehen, sich dieser Masse der falschen Meinung anschließt. Dieses Video ist ein super Beispiel dafür. Diese Mappe. Grün. Richtig. Wenn heute ein Student zu spät kommt, und das passiert normalerweise immer, frage ich Sie nach der Farbe dieser Mappe und Sie antworten mit Rot. Verstanden? Ja. Hallo. Spät, aber kommen Sie herein. Schön, fahren wir fort. In der Philosophie gibt es Strömungen wie den Positivismus, die keine andere Realität zulassen als Tatsachen. Philosophen wie Auguste Comte sind der Ansicht, dass es Dinge gibt, die so offensichtlich sind, dass sie keinen Widerspruch zulassen. Wie zum Beispiel die Farbe dieser Mappe. Ah, sieh da, welche Farbe hat diese Mappe? Na, rot. Und sie? Erdbeerrot. Und sie da, die junge Frau mit dem Kurzhaarschnitt? Weinrot. Und sie? Rot? Na, rot. Dunkelrot. Rot. 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 Und Sie? Erdbeerrot. Also bitte, kann ich jetzt fortfahren? Es ist ja ganz unzweifelhaft eine grüne Mappe. Sie wurden soeben Augenzeugen des erfolgreichen Versuchs, einen Menschen durch den Druck seines sozialen Umfelds so in seiner Entscheidung zu beeinflussen, dass er sich trotz seiner entgegengesetzten Wahrnehmung der Masse anpasst. Okay, aber mir war ja klar, dass das ein Spiel ist. Die Frage war nur komisch, denn es ist ja offensichtlich eine grüne Mappe. Ach, und wenn alle rot sagen, sagen sie auch rot. Weil ich dachte, es sei eine Laut Übung. Nietzsche gibt es auf der Welt nur zwei grundsätzlich unterschiedliche Menschentypen. Diejenigen, die ihren eigenen Wünschen folgen und diejenigen, die dem Wunsch der anderen folgen. Die ersten sind stark und lassen sich von niemandem regieren. Die zweiten sind schwach und beschränken sich darauf, dem zu folgen, was andere sagen und tun. Seien Sie unbesorgt, das geht uns allen so. Wir sind eben sehr unterwürfig. Und am Ende akzeptieren wir dann alle die Vorstellungen der Mehrheit. Selbst in Deutschland haben die Menschen das geglaubt, was ihnen die Nazi-Propaganda durch ständige Wiederholung eingetrichtert hat. Wie sagte schon Kant in seiner ganzen Verbitterung, der Mensch ist das einzige Tier, das einen Herrn braucht, um zu überleben. Überlegt doch mal, was immer so in den Medien breitgetreten wird. Vielleicht haben da draußen einfach ein paar Leute die falsche Meinung und die wissen, dass es die falsche Meinung ist, wollen nur nichts sagen, weil sie dann Sorge haben, als Außenseiter dazustehen, weil sie nicht stark genug sind. Das war's. Leute, nicht vergessen, abonnieren, liken, kommentieren.